Herzlich willkommen zu einem neuen Tabak-Review vom Old Shisha Team. Heute mit Alan, aka Shisha Bruder. Es geht heute wieder um einen Al-Mahmoud. Kein goldenen Al-Mahmoud, sondern eine normale. 50 Gramm. Oder beziehungsweise es geht erstmal um den Ice Cream Flavor. Hat deine Kamera Autofokus? Klar, hat die Autofokus, Alter. Digga, warte mal, ich kann sogar Licht anmachen nebenbei. Warte. So, bam. Jetzt musst du. Warte, ich halt ihn mal einfach. So. Hier, Leute, wie ihr erkennen könnt. Ist eine Eissorte, also so eine Eisschale mit Eiscreme. Hier auf Arabisch, so Iranisch-Persisch. Und hier Ice Cream Flavor. 50 Gramm Al-Mahmoud, importiert von Rezari. 4,50 Euro das Ganze. Schöne Grüße an Reza, Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Dankeschön für den Tabak. Und ja, kommen wir mal zum Setup. Also, wir rauchen das Ganze in einem richtig krassen Kopf. Der nennt sich Shiner Head. Das ist der beste Kopf. Der beste Kopf. Ja, also, den gibt's neu. Neu bei allen, so bei Kaya und so, ich glaube, die haben den alle. Amy. Und ja, 4 Lagen Alufolie. Kostet 34,95. Meinst du nicht, kostet 38,95? Ja, das reduziert momentan. Achso. Das ist Cyberwoche. Okay, korrekt, ich krieg schon Asche überall. Danke, dass dein Kohleteller aber warst. Lecker. Aber läuft einfach bei mir, weißt du, wie ich meine? Ja, aber nur die Nase. So. Die Nase? Achso. Muss ich jetzt noch mit dem. Ja, bei der Jahreszeit sowieso. Bei der Jahreszeit guckt man auf Weihnachtsmann und Cola geht, so wie wir bei dir. Ja, man, vielleicht hört man das gerade. Falls, mach mal ein bisschen leiser, vielleicht nicht zu laut. Grantelbad ist der Baba, Alter. Scheiß mal, wenn du erinnerst, mein Grantelbad ist der beste. Er ist der breiteste einfach. So. Schön stramm ziehen alles. Vier lang Alu. Vier Haushalts-Alu. Muss man dazu sagen. Löcher müssen gar nicht so viele. Hauptsache, gut, überall ein paar Löcher. Hast du was zum Preis gesagt? 4,50 Euro, 50 Gramm. Ja. Super Preis. Ist halt standardmäßig, ne? Kann man nicht sagen. 250 Gramm kosten. 15,90. Ja, genau. Genau wie der Golden Al-Mahmoud. So, Kohlen drauf. Yalla Habibi. Und, ja, kommen wir mal zum Rosé-UVP. Gib mal her. Kommen wir direkt zum Geruch schon mal. Was denkst du dran? Also, schönen Grüße an Nadine. Schon mal so. Name TV abonnieren. Ich hoffe, von denen kommt mehr. Endlich mal. Und oh, meine Shots. Egal. Dann muss auch Julia grüßen, auch noch dazu. Ja, Nadine und Julia. Ja, Name TV. Das Ganze rauchen wir am Anfang erstmal mit drei Kohlen. Wir gucken dann mal, ob wir die dritte dann runternehmen oder nicht. Ja, wird wahrscheinlich nötig werden. Aber ja, aber scheißegal. Wir geben einfach mal. Also, Ice Cream stelle ich mir leider ein bisschen anders vor. So, also, das ist zwar eine cremige Note von der Vanille, aber sonst ist da nichts im Geruch her. Ich habe den auch Jens geschickt, der hat den auch reviewed und er sagt, das ob ich genauso. Weiß ich gar nicht. Doch, also, man merkt auf jeden Fall eine Vanillenote. Also, die ist richtig süß und lecker. Die riecht wirklich richtig gut. Also, aber bei Ice Cream fehlt etwas anderes noch. Zum Beispiel etwas Schokoladiges bisschen oder irgendwas, was das Ganze noch so einen Kick gibt. Ich würde ja sagen, so eine Stracciatella-Note wäre auch geil. Irgendwas so. Aber mehr riecht da nicht raus gerade. Riecht aber nicht schlechtes oder so. Nur halt stelle ich mir Ice Cream ein bisschen anders vor. Aber egal. Nein, man riecht nur so eine komische Art Vanille raus. Also es ist keine Vanille, wo ich jetzt sage, das riecht scheiße. Nee. Sondern einfach nur eine neue Vanille so. Nicht wirklich jetzt wie das Eis selber oder wie Vanillepuder oder was weiß ich was. Also riecht auf jeden Fall vielversprechend. Nicht nach Eis. Ja. Aber halt die Vanillennote. Riecht gut. Ja, aber heißt ja Ice Cream, heißt ja nicht Vanille. Ja, schon klar. Mit der Vanille-Eis oder zum Namen vom Tabak passt es nicht, aber. Klar gibt es auch Vanille-Eis und so, aber. Da müsste ja ein bisschen anders heißen. Man schmeckt die Maracuja, Alter, von vorher. Ehrlich? Ja. Jo? Ich finde nicht. Nee, ne? Das war Halluzination. Das muss ich glaube ich schon eben wieder benutzen, ich glaube auch nicht. Oh, dann ist das so. Lässt du das Wasser, also raus, oder?
Pilze. Das ist ein kleiner China-Head. Na, so klein auch nicht, ne? Wenn die das... Ja, aber der ist auch nicht groß. Ich hab einen größeren. Guck mal das Pimmelding an. Das passt gar nicht bei mir auf den Kopf. Das kann ich nicht ziehen. Von so einer Pumpkin oder so einer Shisha. Übrigens auch zu kaufen bei Kaya, 34,95. Man muss drei Kunden rufen, Alter. Na, vier lang alle. Hätten lieber drei nehmen sollen. Nein, nein. Guck mal, weil ich, brauch sonst auch noch nicht. Also. Brauch eh nichts, Alter. Das kann man auch feucht. Ja, Schnitten so ehrlich. Alles super. Wird gar nichts zu gesagt. Ja, aber so wie immer bei jedem. Hat man Mut. Bräunlicher Tabak. Ja, das ist beim normalen Armut. Armut gibt es Unterschiede. Manchmal rot, manchmal braun. Ich kann ja einen zeigen, ich habe das jetzt umgezählt, dann sieht man das ganz gut. Das ist der Armut Grey. Der ist rot, ne? Jetzt, wenn man das sehen kann. Naja, der ist auch braun. Trottel. Ja, sah gerade so aus. Aber hier seht ihr wenigstens Schnitt und Feuchtigkeit. Den habe ich auch schon reviewed, von daher. Also ich glaube, den hast du Janice mal gegeben, der war rot. Ich weiß aber nicht, welcher. Nur Traube, glaube ich, war rot. Also der lässt sich echt schwer anrufen im China-Head. Ich würde am liebsten die Kohlen weiter in die Mitte tun, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss, aber egal, ich tue es mal einfach. Ja, dann läuft es auch direkt besser, aber... Wie im Geruch, finde ich. Jetzt kommt er auf Stärke, finde ich. Ja, aber wie im Geruch, ich finde, das ist so eine Vanillenote, so leicht cremig. Er passt zum Wetter auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, so bestimmt ein geiler Mischtabak auf jeden Fall. Was ich gerade sagen. Bestimmt geil zu mischen mit irgendwie Kokosnuss oder Zitrone oder irgendwie sowas. Also Zitrone kann man irgendwie zu allem mischen. Oder Orange. Orange Cream und so. Ich glaube, Zitrone würde nicht schmecken, aber. Zitrone schmeckt geil. Für mich. Für Zitrone. Oder Vanille Minze. Bäh. Ja, das könnte man nicht rauchen. Gibt's doch von Takeaway oder nicht? Weiß ich nicht. Ah, da gibt's Frozen Vanille. Ja. Den habe ich ja oben, weil das ist keine Minze, das ist eigentlich nur kühl. Aber selbst von Takeaway ist das nicht kühl. Frozen Pear, Frozen Cherry, alles rotz. Oh, ist Maracuja, Maracuja selbe. Ja, wie ich schon sagte, also, das ist so, ja, sehr cremig, aber eine leckere Vanillenote auf jeden Fall, das schmeckt gut. Kann man nicht sagen, aber wenn man auf Eis, wenn man wirklich Eiscreme rauchen will oder sowas, dann ist es nichts. Aber so eine geile Vanillenote, die ist schon was Besonderes. Weil die, also die, ich habe noch nie so eine Vanille geraucht. Ich habe jetzt nur einmal den Tabak probiert, das war der von Takeaway und das bereue ich sogar. Von der Alf ist richtig Pudding. Ich habe gesagt, dass meine Mutter jetzt reinkommt. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich habe alles gesagt. Ich kann mich da nur anschließen. Also es schmeckt eigentlich nur nach Vanille. Nach einer komischen Vanille. Irgendwie aber genauso wie im Geruch. Ja. Also schmeckt oder ähnelt dem Geruch eigentlich. Sehr stark. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber kann man rauchen. Aber öfters würde ich mir den nicht geben, wenn, dann würde ich den mischen. Mischen auf jeden Fall. Werde ich vielleicht so irgendwann mal versuchen. Oder du. Oder ja. Oder auch nicht.
Wenn man irgendwie wieder mit so einem Tabak holen sollte. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ich gebe den 6 von 10 Punkten. Er schmeckt, würde der Vanille heißen oder so, dann würde ich den auch 8 Punkte geben von 10. Aber, hab mich ein bisschen enttäuscht, weil es halt keine Ice-Cream-Note würde, es halt. Nichts Kühles, kein. Nur halt dieser leichte cremige Effekt. Der Weihnachtsmann beschenkt die Welt. Wie gibt den ganzen. Ja, ich würde ja sagen, so 6,5 oder so 7 Punkte. Naja, so viel kann ich ihm nicht geben, weil das entspricht nicht dem Namen. Ja. Würde er Vanille heißen, so wie Alan schon sagt, würde ich ihm mehr Punkte geben. Weil dann würde das wenigstens den Sinn Geschmack treffen. Ja, eben. Aber ist auch nicht übelst geile Vanille, wo ich jetzt sagen würde, boah, 10 von 10 Punkten und genau wie, so das Ei, wie das Eis oder so. Ja, sagen wir mal, ich gebe dem 5 von 10 Punkten. Kann man bestimmt gut mischen. Aber entspricht nicht dem Namen Ice Cream. Ja. Von daher, 5 von 10 Punkten. Bedingte Kaufempfehlung. Wenn man auf Vanille steht, dann kann man sich den auf jeden Fall holen. Und cremiges, aber sonst würde ich nicht dazu raten. Braucht gut, verträgt auch Hitze und so, klar, aber es ist halt so eine Nebensache. Hier geht es auch um Geschmack und der ist halt nicht so, wie man es auf OP sehen kann. Weil da ist halt so ein Eisbecher mit fettem Eis drauf und so, wie so ein bisschen Schokolade, ich weiß nicht. Schokolade, Kirschen, Sirup oder irgendwas, keine Ahnung, aber Marina Kirsch, du bist. Boah, Marina Kirsch wird geil. Ja, egal. Falls nicht, ich hab nichts mehr zu sagen, das ist sein Video. Ich grüße einfach alle, ich hoffe euch allen geht's gut. Schöne Grüße an Michael nochmal und Jens und Uras und alle, Derbas, alle. Und mir auch. Nochmal schöne Grüße an Reza, an Janice. Und ja. Dann war es das erstmal von dem Video. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen und euch damit auch zeigen, dass es nicht unbedingt nach Ice Cream schmeckt. Nicht, dass nachher, den jemand kauft, denkt sich, wow, Ice Cream und bewertet den als übel scheiße oder so. Deswegen. Dann bis zum nächsten Video, euer OS Shisha Team. Abonnieren. Liken. Teilen. Masturbieren. Nein. Und auch abonnieren, Shisha Bruder. Right.